Hallo YouTube, willkommen in Österreich. Nein, Spaß. Das ist doch nicht Österreich. Ich heiße Schweizer. Heute ist ein geiler Tag, heute ist Sonntag, es ist wunderschön. Mein Baby ist wunderschön. Ja. Ich bin mit Kim Kardashian zusammen. Es ist ein richtig geiles Wetter. Heute ist Basketballtraining, wie immer, weil Sonntag ist. Und heute haben wir einen Spielerabend. Zeige ich euch dann später, was wir heute alle spielen. Was wir später dann noch essen. Auf jeden Fall ein Spielabend. Und das ist richtig cool. Wir spielen richtig geile Spiele, die ihr sicher nicht kennt. Solche wie Secret Hitler. So spielt man in Österreich. Auf jeden Fall. Und ich bin auf Diät. Da atme ich so schwer. Das ist ein bisschen bergauf. Auf jeden Fall, Leute. Hat jetzt ein cooler, chilliger Tag. Werde aber auch ins Gym gehen. Wieder ein Ganzkörpertraining machen. Wenn ihr wissen wollt. Wie mein Ganzkörpertraining zurzeit aussieht, schaut mir ein Video an, das ich zuletzt hochgeladen habe. Da habe ich periodisch gefastet und ein Ganzkörpertraining abgefilmt. Liebe Leute, heute ist chillig. Ein chilliger Sonntag. Immer schön Lady. Sieht schon gut aus. Und Basketballtraining und ein Spieleabend. Und Sushi gehen wir essen. Richtig geil Sushi. Seid ihr bereit? Seta, bist du bereit? Go! Sieben! Alle auf die Linie! Alle auf die Linie! Jemand vom Verliererteam! Alle! Besiegt jetzt im Sprint! Schau, wie Kathi ist, sie so, okay, jetzt muss ich Vollgas geben. Dann muss sie nur einmal laufen. Erst Kathi ist immer so, wenn es um irgendwas geht, läuft sie auf einmal hardcore. Warte, ich muss zur Linie, dass ich das sehe. Seid ihr bereit? Go! Bam, Wanda. Ich glaube, du warst der Erste. Bist du im Verliererteam? Ja. Kannst chillen. Gewinnerteam und Wanda gehen zur Seite. Verliererteam, nochmal auf die Linie. Seid ihr bereit? Go! Bist du tot? Ja. Du bist schwul. Genau so wie du bist. Das ist schwul. Und das gönnen wir uns jetzt nach dem Basketballtraining. Ich habe ein Sesam-Honig-Rindfleisch, ein Kambe. Dann Nigiri-Sushi, also Lachs. Chili-Garnelen haben wir uns geholt. Und mein Baby hat die Sake inside out. Davor hatte ich noch einen Döner. Dann gehen wir heim, ein bisschen chillen. Oh. Achso, und danach gehen wir heim chillen. Sie wird lernen, ich werde ins Gym gehen und dann beginnt endlich der Spieleabend. Gut. So Leute, ich gönne mir jetzt als Nachspeise von McCafé einen Schoko Crunch Cake. Und meine Süße hat einen Melange dabei. Ich meine einen Melange. Wie heißt das in Deutschland? Gibt's nicht. Okay, gibt's nicht. Es ist ein französisches Wort. Ja? Was nur die Wiener verwenden. Nur ein französisches Wort, was nur die Wiener verwenden. Also für diese Art von Kaffee. Okay. In Frankreich ist es irgendwas anderes. Okay. Aber in Wien kriegst du auch immer was anderes. Manchmal mit Schlagobers, manchmal ohne. Also ist das einfach ein Wort in Wien für und die Leute. Ein Kaffee, wo sie nicht wissen, was sie ist. Freestyle-Kaffee. Ein Freestyle-Kaffee, also Melange. So ähnlich wie Cappuccino. Und ich gönne mir das hier. Und dann gehen wir gleich nach Hause und ich chill mich ein bisschen weg. Vielleicht schlafe ich eine Stunde und dann geht's ins Gym. Schaut geil aus.
So, meine Freunde, ich chill jetzt im Wohnzimmer, hab mich hingelegt, schau ein paar Serien an und Nanas lernt. Und hey, was? Nein, ich bin eh gleich fertig und ich gönne mir jetzt noch ein Half-Baked Ben & Jerry's. Aber dieser Spaß hört bald auf, weil ich weiß schon, wo ich jetzt nächstes starte. Auf jeden Fall ein Half-Baked Ben & Jerry's und Serien und chillen. So Leute, ich bin fertig vom Gym, war schon zu Hause, ich schwitze noch immer. Ich habe mir einen Booster reingeknallt, einen Suicide mit 6 Gramm AKG. Training war crazy, mein Ganzkörpertraining. Ich hätte noch 2 Stunden weiter trainieren können. Der Booster ist zu heftig. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir zu einem Homie von uns, zu Chris. Bald ist Spielabend. Ich habe ein paar Snacks mitgenommen, ich habe noch meine PCAs mitgenommen. Und dann zeige ich euch, wie es abgehen wird. Wird so lustig. So Leute, wir sind schon bei Chris. Wir so genau ein Hypermold bekommen. Ja, das ist schon so genau die Basis. Hypermold, das Beste überhaupt. Und jetzt spielen wir Secret Red Agent. Wine. Red Wine. Fine Red Wine. Bro, erklär das Spiel bitte. Na, später. Wer erklärt? Yassi, erklärt. Wir kennen uns alle, niemand muss erklären. Oh ja. Yassi? Okay, tag me in that video, okay? Ja, sicher. Ja, okay, dann spiel ich halt nicht mit. Weil ich hab's vergessen. Ich hab's komplett vergessen. Ja, wir sind alle auf einem Ort. Das ist Copyright. Wir dürfen das nicht erklären. Ja, jeder hat eine Rolle. Keinen Job unbedingt. Und wenn du aber der Agent bist... Ich weiß nur nicht mehr, wie das jetzt der Rat ist. Okay, und wenn du der Agent bist, dann musst du so fragen, dass du drauf kommst, wo man ist. Und deswegen die Karte, weil da kannst du ablesen, wo man gerade sein könnte. Du solltest nicht zu offen draufschauen. Okay. Also so wie es der Chris gemacht hat, der Buch. Okay, ich schaue eine Runde zu, weil ich habe vergessen... Ich schaue mal eine Runde zu, weil ich habe vergessen, wie man fragt und so. Boah, ich habe auch gerade mitgespielt. Ja, gehst du kacken, Melli? Was magst du haben? Ja, gibt's eh Wein. Gehst du kacken? Gehst du kacken? Es gibt Radler. Gehst du kacken? Ich habe Radler. Was magst du haben? Okay. Ja, Assi, bitte. Okay. Es gibt nur noch Zitronen. Du magst die Assi? Ja, stimmt, ne? Warte, ich bring Assi. Ach so, okay. Soll ich warten? Nein, frag. Alle, wo interessiert. Warte, ich frage auch. Assi. Danke. Esswürfel? Nein. Das ist nicht so kalt. Das schaut irgendwie aus wie so eine Dragon Ball Flasche, oder nicht? Ja, keine Ahnung, was die fragen soll. Wann hast du Pause? Laufe des Tages. Du gibst gute Vorlagen, Mann. Was am Tag? Ach so? Ach so? Okay. Dann bist du die Hure. Gleich Hure. Egal wo wir sind in der Welt. Er darf ja nicht wissen, ob du Hitler bist oder nicht. Er muss nur wissen, ob du Faschist bist oder nicht. Hier, schau mal. Den ja, Präsidenten, wenn er deine Karten checken darf. Wenn hier alle Gesetz liegt, darf der amtierende Präsident die Parteikarte sehen. Egal, erklär jetzt von Anfang an, bitte. So, ganz am Anfang werden diese Rollenkarten ausgeteilt. Mhm. Und die darfst nur du sehen. Es gibt 3 Faschisten, einen Hitler, also in diesen 3 Faschisten und sonst 5 Liberale. Und ganz am Anfang werden alle Augen zugemacht. Und die Faschisten dürfen sich anschauen. Hitler lässt die Augen zu, Hitler hebt die rechte Hand. Das heißt, die Faschisten wissen, wer Hitler ist. Hitler weiß von gar nichts und die Liberalen kennen auch niemanden. Und wie gewinnen die Faschisten? Wenn alle, die Faschisten, wenn hier die roten Gesetzhalle liegen und die Liberalen, wenn hier entweder die blauen komplett liegen oder wenn hier dann der... Hitler schossen wird. Und man muss halt oder schauen. Als Kanzler gewählt. Ja, also der Präsident, also es muss schauen, dass ein Faschist der Präsident wird und der muss dann Hitler zum Kanzler. Ja, genau. Ernennen. Und der muss aber auch gewählt werden. Wenn er werden. Kann. Genau, es muss ja abgestimmt werden. Ja. Das Spiel funktioniert im Endeffekt so, wir fangen bei. Wieso hast du es nicht gemacht? Ich war Hitler. Wir haben gewonnen. Sie geil. Sie geil, Bro. Deine Scheiße. Okay, wenn wir jetzt Pizza essen. Nein, ich hab nein gesehen, ich war schon viel zu lang. Nein. Yes, please. So Leute, wir sind am Nachhauseweg. Ich habe leider nur einmal gewonnen, eine Runde. Danach hat Nanas, Leute, hat mich zerstört. Dreimal. Einmal Hitler und einmal war sie Faschisten und ja, auf jeden Fall lustig war es. Und das war meine letzte Pizza, die ich heute gegessen habe.
Braten jetzt ein Stück. Letzte Pizza. Ja, letzte Pizza überhaupt. Ja. Weil ich hab. Bald ist Wettkampf, ab morgen ist Diät, ab morgen gehe ich zweimal ins Gym. Ganzkörpertraining jedes Mal. Ich werde alles so oft hitten wie möglich. Und Cardio kommt auch. Einmal Hit, einmal Low Intensity. Auf jeden Fall, Leute, wieso und warum und was mein nächster Wettkampf ist, zeige ich euch im nächsten Video, im Monday Motivation Video. Und dann zeige ich euch gleich, wo mein nächster Wettkampf ist, Leute. Also, ich wünsche euch nur das Beste. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Heute ist Sonntag bei mir. Schon Sonntag. Plötzlich, heute ist Montag mittlerweile. Montag, Staatsfeiertag in Österreich. Das ist ein Feiertag. Ja, ich wünsche euch nur das Beste, Leute. Und seid gespannt fürs nächste Video. Weil dann announce ich, wo ich starten werde, Leute. Für, Leute, für die anderen, die mich schon länger verfolgen, werden sie schon wissen. Auf jeden Fall. Peace. Schöne Grüße aus Wien. Und gute Nacht.